Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Tage nicht gevloggt. Wenn ihr diesen Vlog hier seht, dann ist es für euch erst quasi 2 Tage, weil ich immer so 2, 3 Tage im Voraus die Videos drehe und schneide. Und ja, weil wir so schlechtes Gewissen haben, weil wir nicht gevloggt haben, haben wir für heute Abend einen Livestream gestartet. Also wenn ihr dieses Video seht, oder geplant, nicht gestartet, dann war der Livestream schon. Ich habe das schon gestern auf Instagram bekannt gegeben, dass wir heute Abend live kommen, Bernd und ich. Das war so Bernds Idee. Der mag das, glaube ich, total live zu kommen. Ich bin immer total aufgeregt. Und ja, warum ich nicht gevloggt habe, ich brauchte einfach mal eine Pause. Erstens. Zweitens, ja, Bernd war oder ist krank und wir haben halt nicht viel gemacht. Wir haben halt hauptsächlich gelegen. Ich habe gedacht, wenn wir uns eh ausruhen, also nicht am neuen Haus sind und renovieren und nicht im Garten und gar nichts machen, dann kann ich mich auch am besten hinlegen und die Zeit genießen zum Brüten. Und ja, ich wollte eigentlich schon längst für euch mal wieder ein Schwangerschaftsupdate gedreht haben. Und ja, alles nichts geworden, aber es kommt noch. Ich bin ja mittlerweile schon in der 22. Schwangerschaftswoche und das letzte Update war 17. Woche in Ungarn sogar noch. Also es ist schon eine Weile her und es wird echt mal Zeit. Ich fahre jetzt gleich zur Arbeit. Ich muss ein bisschen arbeiten heute und es regnet aktuell noch echt stark in Strömen. Und ich hoffe, dass es gleich aufhört, denn nach der Arbeit wollte ich gerne mit dem Smurfy wieder zur Hundewiese gehen. Apropos, da brauche ich hier mein Headset, muss ich mitnehmen. Oh, ja, weil ich wollte doch mein friedliche Geburt-Dings weiter hören. Ihr wisst, das habe ich euch schon erzählt, dass ich da so versuche, mich zu entspannen auf der Hundewiese und so. Jetzt war ich 2 Tage nicht. Aber heute wollte ich das mal wieder machen, weil das war echt schön. Natürlich in strömenden Regen mache ich das auch nicht. Gestern war der Mensch vom Umzugsunternehmen da und hat hier Küchenaufmaß genommen. Und auch in dem neuen Haus halt, wie man das umbauen kann und so. Und wir kriegen nächste Woche den Kostenvoranschlag. Also wir haben schon einen groben, aber da ist das Aufmaß halt noch nicht mit drin, weil der musste halt genau berechnen, wie viele Meter Arbeitsplatte wir brauchen und wie viele Stunden Arbeit das ist. Es war erst veranschlagt mit 10 Stunden Arbeit, also aufbauen, nur aufbauen. Und er sagt, das wird nicht reichen. Das sind bestimmt ja, so 18 Stunden, sagte er. Das sind dann halt 2 Menschen, die das aufbauen. Und das kostet dann 75 Euro plus Steuer die Stunde, dieses Aufbauen. Und wir brauchen mindestens 16 bis 18 Stunden, hat er gesagt. Je nachdem halt, ne? Ja, plus halt Transport, plus Arbeitsplatten, plus diese Nischenverkleidung, also das, was Fliesenspiegel ist, müssen wir neu haben, weil das alles nicht mehr passt. Und weil wir so eine große Küche jetzt kriegen, also der Raum, ist es sehr viel, was wir brauchen an Nischenverkleidung und Arbeitsplatte und sowas. Und ja, wir bekommen jetzt nächste Woche den schriftlich diesen Kostenvoranschlag. Aber der erste, den wir bekommen haben, diesen Pi mal Daumen Kostenvoranschlag, da haben wir schon so, boah, ist das teuer. Gestern war es dann noch teurer. Und ich glaube, wenn wir den schriftlich kriegen und er das ausrechnet, wird es noch mal teurer. Ich bin gespannt. Aber es ist wirklich so, also die Küche, da trauen wir uns nicht ran. Und das ist das Teuerste an dem Umzug. Die Küche umbauen, abbauen, aufbauen, umbauen, die neuen Arbeitsplatten und alles. Das ist wirklich das Teuerste. Und das kriegen wir niemals so hin. Herd anschließen, den Kühlschrank alleine, diesen riesen Kühlschrank zu transportieren, den darf man nicht liegend transportieren. Den haben wir uns ja auch damals, als wir den gekauft haben, liefern lassen. Weil, wie sollen wir denn so transportieren und den da ins Haus? Nee. Ja, okay, wir haben gesagt, man zieht nicht alle Tage um. Wir wollen es halt ordentlich haben, weil wir ja, bis wir nach Ungarn auswandern, auch noch da vernünftig wohnen wollen und nicht so zusammengewürfelt, dass die Schränke dann wackeln oder so. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das jetzt. Also es nutzt ja nichts.
Und das ist jetzt nicht unrealistisch. Es ist zwar teuer, aber es ist alles nachzuvollziehen. Die ganzen Positionen stehen auf dem Kostenvoranschlag drauf, was wie viel kostet. Und das ist alles nachvollziehbar. Ich meine, das ist eine normale Firma, die Steuern bezahlt und die Versicherung hat für ihre Angestellten und für unsere Sachen, die ja dann auch versichert sind. Und von daher, ja, ist es halt so teuer. Wir wussten es halt nur nicht, weil wir sowas noch nie gemacht haben mit dem Umzugsunternehmen. Wir hatten aber auch noch nie so eine Küche. Ja, egal. So ist das jetzt. Müssen wir durch. Bei uns ist jetzt Pause und es gibt Süppchen mit Spargel und Erbsen, hat der Bernd da reingemacht und Nudeln und sowas alles. Und auch Brot, wenn wir möchten, mit verschiedenen Aufstrichen oder Aufschnitten. Ich wurde ja gefragt in einem Kommentar, ob wir hier auch arbeiten oder ob wir hier nur essen und kochen. Was? Meistens nur essen. Und ja, ich habe halt gesagt, natürlich arbeiten wir hier auch, aber ich filme ja nicht die ganze Zeit. Also was soll ich euch jetzt, die Kunden kann ich euch eh nicht zeigen. Und ja, wenn wir halt arbeiten, dann arbeiten wir, dann kann ich nicht filmen, schlecht filmen. Und ist ja auch langweilig, euch zu zeigen, wie wir hier die ganze Zeit arbeiten. Aber dennoch hat mir das bewusst gemacht, was wir für einen tollen Arbeitsplatz haben, ne Bernd? Ja, ich weiß das ja auch, dass das ein toller Arbeitsplatz ist. Trotzdem ist am Strand liegen schöner. Aroma gekriegt, der schmeckt wie Schwarzwälder Kirschtorte. Ja? Der schmeckt original so. Okay. Happy damit? Ja. Wenn es wirklich so schmeckt, das muss ich mal probieren, weil ich mag ja gerne Schwarzwälder Kirschtorte. Ich habe im Moment einen sehr süßen Zahn. Ich esse sehr viel Süßes, ganz schlimm. Auf der Hundewiese angekommen. Ich glaube, die haben hier Rasen gemäht. Sehr schön. Wenn das so gemacht ist und man muss das nicht selber machen, so angenehm. Ich habe mir jetzt aus dem Auto die Hundedecke mitgenommen. Also, ne, deswegen ist die auch so uselig. Einfach als Schutz für die Hundehaare und Dreck haben wir da immer was liegen. Aber ihr seht, das ist hier alles nass. Es hat stark geregnet. Und damit ich nicht so nass werde, kann ich mich da schön draufsetzen. Und vielleicht kann mir jemand von euch mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe nämlich eine Frage. In meiner ersten Schwangerschaft hatte ich das nicht. So Übungs- oder Senkwehen. Ich bin ja jetzt in der 22. Schwangerschaftswoche und so seit 2, 3 Tagen habe ich ab und zu, dass der Bauch so hart wird. Und das fühlt sich so an wie ein bisschen so, also ich habe manchmal so Periodenschmerzen, aber so wie starke Periodenschmerzen, so ein Ziehen unten im Bauch. Ob es das ist. Es ist jetzt nicht so oft. Es fing so an mit 2, 3 Mal am Tag. Und jetzt heute ist jetzt mittags. Und da hatte ich jetzt schon so 4, 5 Mal. Ich habe das gegoogelt und da steht eigentlich so ab 25. Schwangerschaftswoche. Aber es kann auch eher passieren. Ich weiß es nicht, ja, was sollt ihr mir jetzt sagen, ne? Kann sein, kann auch nicht sein. Aber es ist halt. Also heute, jetzt gerade ist es schon echt stark zwischendurch. Und bei der ersten Schwangerschaft hatte ich das so gar nicht. Also zumindest nicht wahrgenommen, keine Ahnung. Ja. Also jetzt nicht so, dass ich das nicht aushalten würde oder so, ne? Ist halt komisch, weil ich es gar nicht kenne. Dann hat der Calvino sich gerade gemeldet. Ja, der fühlt sich jetzt auch, als ob der krank wird. Super. Und das ist ja jetzt in der Schule so, wegen diesem ganzen Corona, dass man da ja beim kleinsten Husten, beim kleinsten Schnupfen sollen die Kinder zu Hause bleiben, wurde uns gesagt. Denn ja, die haben Angst halt, dass sie die Schule dann schließen müssen, wenn da irgendwie einer krank zur Schule kommt. Also wird Calvino wohl auch jetzt erstmal dann nächste Woche zu Hause bleiben. Mal gucken, ich werde es mal beobachten. Dem Bernd geht es ja zum Glück schon wieder besser. Der hatte ja auch gar kein Fieber oder so. Der hatte halt Halsschmerzen und Schnupfen. Also eine ganz normale Erkältung.
und hat sich halt viel ausgeruht und das geht ihm heute schon wieder besser. Ich glaube, heute ist der vierte Tag. Und beim Calvino hoffen wir, dass es auch alles so glimpflich abgeht. Und ich hoffe, dass ich verschont bleibe, dass mein riesen Salatteller, den ich jeden Tag esse, dass der mir hilft, mein Immunsystem so richtig zu powern. Diese ganzen grünen, ne, Lebensmittel, die sollen ja so gut sein fürs Immunsystem, dass ich gar nicht krank werde erst. Wir sind wieder im Auto. Hört ihr das? Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Da sind jetzt einige Hunde gekommen. Und einer war mir nicht so ganz koscher. Deswegen sind wir abgehauen. Also es hat ja trotzdem mega Spaß gehabt. Der sah gerade aus wie Sau. Ich habe den schon ein bisschen trocken gerubbelt mit meiner Sitzdecke. Die kann ich gleich mal waschen. Ja, da ist jetzt Streit, Hundekampf quasi. Ja, gut, dass wir gegangen sind, Smurfy. Du wärst der kleinste gewesen von allen. Bei mir gibt es jetzt erstmal hier so einen großen Riesensalat. Ich habe da diesen Feldsalat und dieses, da sind so immer zwei drin mit Wurzeln. Ich weiß nicht, wie die heißen. So gruselige Salate. Ja, Kidneybohnen, Paprika, Alfalfa-Sprossen, Radieschen, Mais. Oh, Zwiebeln habe ich vergessen, fällt mir gerade ein. Das lasse ich mir jetzt erstmal schön schmecken. Ich habe überlegt, ob ich mein Piercing rausnehmen soll. Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft auch irgendwann gemacht, weil wenn ich halt Hose anhabe und dann Top darüber, dann sieht man das immer dann. Das nervt mich so ein bisschen. Naja, jedenfalls chill ich jetzt hier ein bisschen, habe die Beine hochgelegt und habe mir hier so ein Kirsche-Erdbeertee. Ich glaube, man sieht es nicht so richtig, ne? Kirsche-Erdbeertee gemacht und den trinke ich ganz entspannt. Und ich streichle meinen Bauch und manchmal tritt das Baby. Ich habe gerade das Schwangerschaftsupdate gedreht für die 22. Woche. Das hatte ich euch ja schon voll lange so, also ich hatte mir das vorgenommen, ne, und euch immer gesagt, ich muss das mal machen. Aber das ist immer so, jetzt mit dem Renovieren und mit dem Umzug, ich wollte es nicht im neuen Haus machen, weil da ist halt gar nicht so der Hintergrund. Und hier sieht es auch da der Hintergrund voll so Kartons. Ist halt immer doof, ne? Und jetzt habe ich es einfach mit Kartons im Hintergrund gemacht. Ist egal, weil wenn ich jetzt noch 6 oder 8 Wochen warte, bis wir umgezogen sind, dann, ja, ist auch schon doof. Das sind jetzt von Schwangerschaftswoche 17 bis 22 habe ich das jetzt gedreht. Ja, es wurde Zeit. Ja, Bernd ist noch eben in die Metro gefahren nach der Arbeit, denn wir brauchen diese Beyond Sausage. Also diese Würstchen, diese veganen brauchen wir wieder. Die holen wir mal in der Metro. Wir holen ja von dieser Firma auch immer die Burger Patties. Damit essen wir nicht nur Burger, sondern auch... Entschuldigung. Sondern auch gefüllte Paprika und so mache ich damit. Und da ich morgen gefüllte Paprika machen möchte, brauchten wir die wieder. Und die gab es auch immer erst am Anfang nur im 100er-Pack in der Metro. Aber jetzt gibt es die auch im 2er-Pack bei Aldi. Und dann sind die sogar günstiger, aber nicht in jedem Aldi. Und da hat der Bernd auch 10 Packungen schon von geholt, weil morgen mache ich ja gefüllte Paprika. Und ja, wenn der Bernd dann gleich nach Hause kommt, ich glaube, dann legen wir uns einfach nur noch hin. Also ich liege ja schon. Ah nee. Ich muss. Meine Güte, Entschuldigung. Ich muss auf jeden Fall noch
kochen, die China-Nudeln wollten wir heute machen. Da hatte der Bernd Chinakohl mitgebracht und ich hatte Möhren mitgebracht mit Grün. Und Porree haben wir geerntet aus dem Garten. Ja, da muss ich dann nachher noch eben die China-Nudeln kochen. Aber erst muss ich jetzt ein bisschen die Beine hochlegen und entspannen. Ich versuche jetzt hier, oder was heißt ich versuche, ich fange jetzt an zu kochen, die China-Nudeln aus Möhren, Zwiebeln, Chinakohl und Porree. Und das sind die Nudeln, die wir dafür nehmen. Das sind jetzt die fertigen Nudeln, allerdings haben wir schon gegessen, Bernd ist schon wieder da und es ist schon sehr viel Zeit vergangen, seitdem die fertig sind. Ja, die waren sehr lecker. Ja, ich melde mich jetzt erst, weil diese, was auch immer, Übungsvenen, keine Ahnung was es ist, boah, das macht mir heute echt zu schaffen, so... weiß ich auch nicht. Also ich weiß ja nicht mal, ob es das ist. Und der Bernd sagt, ja, sollen wir zum Arzt gehen und so. Was sollen die machen? Ich meine, mir geht es ja gut, aber das ist echt teilweise unangenehm. Das wird jetzt zum Nachmittag, Abend, jetzt ist 19:30 Uhr, immer mehr. Keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Und die sind jetzt spazieren, die Männer, mit dem Hund. Und ich bin hier geblieben. Habe eben die Küche klar Schiff gemacht. Und wollte euch was zeigen. Der Bernd ist ja, war ja in der Metro und der hat mir was mitgebracht. Ich habe euch doch erzählt, dass mir das so wegen meinem niedrigen Blutdruck so schwer fällt mit dem Bücken und was auch immer alles. Und dann habe ich mir doch beim Wischen und so, da habe ich mir doch diesen Wischmopp geholt, wo man so ausquetschen kann, so im Eimer. Und das klappt echt super. Und dann habe ich gesagt, boah, weißt du was, fürs Haus, wir haben hier so einen normalen Staubsauger so mit Kabel halt. Und im Laden haben wir diesen Dyson mit Akku. Ich sag aber fürs Haus, ne, das wäre echt toll, wenn wir da auch so einen mit Akku hätten und so. Ne? Und wir haben uns so ein Limit gesetzt für den Umzug. Und also wir haben gesagt, dass wir nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben für den Umzug. Also für alles, ne? Für neue Möbel, für alles Mögliche drum und dran. Und so, also so ein Limit, ne, klar, was willst du machen, ne? Wenn es mehr kostet und du hast noch kein Bett, dann kauft man trotzdem ein Bett, aber halt, wir würden nicht gerne nicht mehr ausgeben. Also wenn das überbleibt, dann holen wir uns den Dyson fürs Haus auch. Ja, und jetzt hat er mir den gerade mitgebracht. Tada, da hat er gesagt, ja, der war im Angebot, in der Metro. Und weil ja jetzt schon unser normaler Sauger, also der mit Kabel, der Dyson, ist im Haus. Der kabellose ist im Laden, aber der muss ja auch da bleiben, weil da brauchen wir den. Und im Haus brauchen wir auch einen. Und hier habe ich jetzt nur diesen Roboter. Und ja, ich sag euch, der ist zwar gut für zwischendurch, aber ich muss da sein, wenn der saugt. Weil der fährt sich sonst da fest unterm Sofa und so und dann... hört er auf zu saugen und ihr seht ja, wie der Boden aussieht und das nervt mich. Dann hat er gesagt, wir wollen den ja sowieso holen, den Sauger. Guck mal, da läuft ein Käfer. Was sind das für Käfer? Davon habe ich heute schon 2 Stück gehabt. Weiß das jemand? Ich habe schon versucht zu gucken, wo die herkommen, aber ich weiß es nicht. Ja, so. Der wird jetzt auch nicht, also normalerweise hat der hier so eine Ladestation, die kann man an eine Wand festmachen. Richtig praktisch, da hängt er dann dran. Aber die werden wir jetzt hier in der Wohnung nicht mehr anbringen, sondern erst im Haus dann. Und ich wollte den jetzt eigentlich nur aufladen, dass ich hier morgen schön saugen kann. Oh, da hat er mir echt eine Freude mitgemacht. Ja, wunderbar, ja. Was soll ich euch jetzt hier zeigen, wie ich den auseinanderbaufrickel?
Ich zeige euch einfach im nächsten Vlog, wie glücklich ich damit staubsaugen kann. Tolles Ding ist das. Das ist noch ein weiter, als wir im Laden haben, also von der Leistung her. Neuer Staubsauger. Cool, ich freue mich voll. Manchmal freut man sich auch über Haushaltsgeräte. Es ist wirklich so, also im Laden, da hole ich mal öfter den Staubsauger raus, weil der halt so ohne Kabel ist und so, als hier zu Hause. Ja, cool. Gut, Leute, ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und ja, ach so, wir sehen uns auch gleich im Livestream, den habe ich schon wieder voll vergessen. Halbe Stunde habe ich noch. Und ja, also ihr habt den Livestream ja schon gesehen, hoffentlich. Ne? So, bis dann. Tschüss.